Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hogwarts Legacy. Auch diese Episode ist weitestgehend nicht vertont, aufgrund des kleinen Aufnahmemalheurs, das ich da hatte. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Nebenaufgaben gemacht und Sachen verkauft etc. Und dann habe ich hier diese Aufnahme gestartet. Und jetzt geht es dann gerade schon los mit der nächsten Aufgabe mit unserem Hausmeister. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon. Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Rip, ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler. Und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke.
Alohomora. Sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Alohomora. Dieses Jahr? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation vorbei. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Weniger streitlustig, wenn sie Zauberstäbe haben dürfen. Wenn einer der Zauberstäbe liefert, das garantiere ich. Ich habe jedenfalls keine Angst vor Koboldrevolten. Meine Noten bei Pfeifkatz sind spitze. Ich glaube, das ist nicht jetzt. Im Krankenflügel? Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Revelio. Krankenflügel.
Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Lernen. Ein majestätischer Sport. Er umfasst das ganze Menschsein. Ah, ach ja? Nun ja, das Zusammenspiel, das Herumfliegen und der goldene Schnapp. Revelio. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Mal sehen, was ich tun kann, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Ich kann nichts versprechen. Verstehe, aber ich hoffe, Sie werden die Zeit dazu finden. Falls das etwas ändert, hätte ich Ihnen im Gegenzug etwas anzubieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Alohomora. Revelio.
Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch. Akio! Klinge aus. Levioso! Lass mich sofort runter! Impulso! Ja! Levioso! Komm, trink! Lass dir! Ich glaube, meine Zähne sind abgefallen. Levioso! Komm, trink! Zeit, die Krallen auszufahren. Legioso! Impulso! Contrinco! Grazie! Ich spüre meine Finger nicht! Legioso! Jetzt ist Schluss mit der Wilderei!
Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Was Merlin wohl? Meine erste Anstellung war im Hund. Bei dem Fliegen. Hallo, schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Revelio, was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Sie kommen hier bekannt. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut. Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut,
Ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkotts Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Rivelio. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Was haben Sie jetzt vor? Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Ich werde hier sehnsüchtig Ihren Rücken. Rivelio. Verschlossen. Motten. Seltsam. Accio.
Lumos. Bei Merlins Bad. Rebellion. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Lumos. 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 Revelio. Ich glaube, hier ist noch jemand. Revelio. Lumos. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Lumos. Rebellion. Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Lumos. Yeah.
Lumos. 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 Revelio. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Revelio. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum. Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Revelio. Lumos. Es gibt einen Mechanismus zum Öffnen der Tür. Accio. Lumos. Revelio.
Furioso! Komm, trink! Lumos. Lumos. Akio. Das wirkt ja noch komplizierter. Lumos. 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 Hier. Lumos. Ja, bei diesem Rätsel habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, denn ich habe es nicht rausgekriegt, dass man hier dieses Drehding mehrmals anfeuern kann und dann fährt das Ding auch weiter nach oben und dann kann man auch oben mit dem Rätsel weitermachen. Tja, hat ein bisschen gedauert bei mir. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.